Er stand nun schon einige Zeit in der Ecke und war am Verstauben. Mein alter VGA-Monitor, der mir viele Jahre lang treu gedient hatte. Und nun wollte ich ihn wieder einsetzen. Herzlich willkommen zu meiner kurzen Vorstellung des HDMI zu VGA-Konverters aus China. Vor kurzem ist mir mein Display für meine Linux-Installation auf dem Raspberry Pi und dem Orange Pi heruntergefallen und wurde dabei zerstört. Was nun tun? Mein Blick fiel auf den alten Enfren 38 cm 15,1 Zoll Monitor in der Werkstattecke. Dieser hatte aber nur einen VGA-Eingang und konnte nicht direkt mit dem HDMI-Ausgang des Preis verbunden werden. Bei Banggood habe ich auch dann schnell einen entsprechenden HDMI zu VGA-Adapter gefunden und bestellt. Und 12 Tage später war das Produkt schon bei mir. Nach bewährter Art habe ich dann das Päckchen aus China ausgepackt. Da war nicht viel dabei. Der Konverter, ein Mantis TKD3 1080p, ein Audiokabel und ein Micro-USB-Kabel. Das war alles, was mir die Chinesen geschickt hatten. Die beiden Kabel sind aber so kurz, sodass ein befriedigendes Arbeiten mit ihnen nicht möglich ist. Am Konverter ist das HDMI-Kabel fest eingebaut. Eine Buchse für das VGA-Kabel ist auf der gegenüberliegenden Seite. Dann gibt es noch eine Audiobuchse, mit der das Audiosignal auf den Monitor oder eine andere Wiedergabequelle gelegt wird. Und ich wollte das Ganze nun mit meiner Linux-Installation auf dem Raspberry Pi ausprobieren. Also Pi, Keyboard, Maus und später Netzwerk zusammengesteckt. Dann den Konverter angeschlossen und den Raspberry Pi hochgefahren. Und es funktionierte ohne Probleme. Ich habe das dann mal kurz angetestet und bin auch mit der Bildqualität zufrieden. So, nun hat auch mein alter Monitor wieder eine Aufgabe und der Kauf des geplanten Touchscreen-Displays wird wohl noch etwas warten müssen. Beinahe vergessen, beim ersten Test hatte ich das Audiokabel noch nicht eingesteckt. Das wurde aber in der Zwischenzeit auch gemacht und funktioniert ausgezeichnet.
Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn Sie Interesse an meiner Videoarbeit haben, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann heben Sie doch Ihren Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland.